Moin Moin! Ganz zu Anfang, ich habe den Titel Zorn der Hundewelpen gewählt, weil Hundewelpen kleine süße Tiere sind und das Zorn-Event ein süßes Event ist. Deswegen Zorn der Hundewelpen. Im Hintergrund zeige ich hier auch gerade ein paar Hundewelpen. Nun, nach der kurzen Ablenkung reden wir mal über das süße Event. Positiv vom Zorn der Hundewelpen ist, weder beim Angriff noch bei Verteidigungen wird Werkzeugverbrauch und keine Truppen gehen verloren. Angriffe sind anonym. Negativ von Zorn der Hundewelpen ist, es müssen extra Spios gemacht werden, die auch scheitern können. Dadurch bist du dann halt nicht mehr anonym. Ist ja irgendwie logisch. Es kann nur die Hauptburg angegriffen werden, was strategisch für die Event-Pussys ein Vorteil ist. Jedoch für viele andere Spieler ein Nachteil. Weil du kannst dann nur eine Burg angreifen. Du musst dann im Endeffekt nur eine Burg mit Death vorstellen und dann sind deine Punkte irgendwie safe. Und das ist natürlich bei Leuten, die mehr Truppen halten können, einfacher als bei Leuten, die weniger Truppen halten können. Die Belohnungen sind viel zu wenig und eher uninteressant, fand ich auf jeden Fall, also aus meiner Sicht. Vielleicht habt ihr auch eine andere Sicht, dann schreibt das einfach unten in die Kommentare, auch bei positiv, negativ, oder schreibt einfach am besten eure Meinung auf jeden Fall auch noch unten in die Kommentare rein. Meine Verbesserungsvorschläge für Event Zorn der Hundewelpen wäre es, dass wir alle Burgen anonym angreifen können. Ja, auch die Wasserburg. Alle Burgen und Außenposten. Einfach alles angreifen könnten. Und dass auch die Belohnungen anders wären. Also es einfach mehr geben würde und auf jeden Fall andere Belohnungen, würde ich einfach mal sagen. Und dass der Name vom Event geändert wird in Zorn des dunklen Einhorn. Das sind so meine Verbesserungsvorschläge. Bevor ich nun das Video beende, möchte ich natürlich nochmal ganz herzlich mich bei Good Game Studios auf jeden Fall für dieses schöne PvP-Event auch bedanken. Dankeschön, Good Game Studios. Und nun, bevor ich jetzt gleich das Video auf jeden Fall beende, dürft ihr auch gerne eure Meinung und eure Gedanken einfach unten in die Kommentare einfach reinschreiben. Und zum Abschluss wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen, sagt ihr auf jeden Fall der Active Wolle. Tschüss.